hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch ich freue mich ausdrücklich über diesen gemeinsamen Antrag. Zum einen freue ich mich darüber, dass der Punkt, die Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Landtag aufgenommen wurde. Besonders freue ich mich aber darüber, dass dieser Antrag zeigt, dass hier sachliche und konstruktive Zusammenarbeit möglich ist. Ich will jetzt auch nicht wiederholen, was die Kollegen bereits vorgetragen haben. Wir wissen alle, Papier ist geduldig. Das liest sich jetzt alles ganz prima, aber jetzt muss auch die qualitative und quantitative Umsetzung gewährleistet werden. Und da sehe ich, das wurde gerade schon erwähnt, immer noch mindestens zwei Knackpunkte. Das erste, die Erreichbarkeit der betroffenen Erwachsenen. Hier sehe ich noch kein schlüssiges Konzept, wie man die Betroffenen tatsächlich erreicht und für diese Maßnahmen gewinnt. Letztendlich wird dies Aufgabe der Kindergärten, Schulen, Jugendämter und anderer Stellen werden, direkt möglichst persönlich auf die Betroffenen zuzugehen und durch persönlichen Kontakt zu einer Maßnahme zu motivieren. Hier möchte ich mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer Öffentlichkeitsarbeit hinweisen, die auch die internetbasierten sozialen Netzwerke einbezieht. Das wurde in dem Maßnahmenkatalog der Nationalen Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland auch bereits längst länderübergreifend vereinbart. Da müssen wir auch die aktuelle Entwicklung genau im Auge behalten und zeitnah handeln, anstatt bloß zu reagieren. Im Moment die Zuwanderung aus den osteuropäischen Ländern ist auch für das Thema Grundbildung und Alphabetisierung sicherlich eine Herausforderung. Für diese Menschen müssen jetzt Angebote geschaffen werden, die Integration fördern und beschleunigen. Dabei muss man sich sinnvollerweise der Unterstützung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte bedienen, die erfahrungsgemäß eher Vertrauen bei den eigenen Landsleuten gewinnen können. Der zweite Knackpunkt wurde auch gerade schon angesprochen, ist wie immer die finanzielle Ausstattung der Träger und Projekte. Der Förderbereich Grundbildung und Alphabetisierung durch ESF-Mittel muss tatsächlich ausgebaut werden. Das muss dann aber auch im Landeshaushalt als Priorität deutlich abgebildet werden. Darauf werden wir dann sehr genau schauen. Jetzt müssen die Taten folgen. Ich freue mich, und das stimmt mich optimistisch, dass der Volkshochschulverband nächsten Monat das Netzwerk Alphabetisierung offiziell gründet und so als Koordinierungsstelle alle Akteure an einen Tisch holt. Wir werden gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen müssen, um nachweisbare Erfolge zu erzielen. Und das wird keine kurzfristige Erfolgsstory. Das wird ein langer und mühsamer Weg, bei dem uns Aktionismus nicht weiterhilft, sondern nur sehr, sehr viel Geduld und Durchhaltevermögen. Dabei sollten wir alle Akteure vor Ort ermutigen und unterstützen und als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung stehen. Ich will das gerne für meine Fraktion übernehmen und wünsche uns für die gemeinsame Arbeit und Zusammenarbeit Erfolg. Erfolg für die Betroffenen, Erfolg für eine Verbesserung der Teilhabe an unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.